Ja, Jürgen, im Anschluss an das Gastspiel in Augsburg sprachst du von einem wirklich guten Spiel von beiden Teams. Was sind vielleicht denn noch Punkte, die es jetzt mit Blick auf das Spiel am Wochenende abzustellen gilt? Ja, man muss natürlich sagen, dass wir die ersten 10 Minuten natürlich Schwierigkeiten hatten auf dem Feld. Ne? Wir sind nicht gut reingekommen. Augsburg hat unheimlich viel Druck gemacht. Ich glaube, das sollten wir unterbinden im nächsten Spiel. Wird aber wahrscheinlich auch anders werden. Wir haben ein Heimspiel. Saarbrücken spielt auch ein bisschen anders. Die werden sicherlich jetzt erstmal auf die Defensive Wert legen. Ja, wir sind gut mit Rückschlägen umgegangen. Das war wichtig. Wir lagen 2-0 hinten relativ früh und sind gut reingekommen und haben dann im Endeffekt auch verdient unsere Tore gemacht. Zum Glück hätte man noch einen Elfmeter kriegen müssen, hätte man wahrscheinlich das Spiel auch gewonnen. Ich greife mal vorweg und gehe davon aus, dass das Ziel am Wochenende ganz klar die 3 Punkte sind. Wie kann das gegen den ersten FC Saarbrücken am besten gelingen? Ja, also man hat es gesehen, die letzten beiden Spiele in Augsburg haben sie gewonnen 1-0, gegen Stuttgart 1-0 verloren. Das heißt, sie legen den Wert auf die Defensive. Ich denke, wir werden viel den Ball haben, wir werden viele Lösungen suchen müssen. Wir müssen gucken, dass wir sie bespielen und dann natürlich ständig zum Abschluss zu kommen. Ja, weil sie werden darauf warten, dass sie irgendwann ihre Konter kriegen. Und da müssen wir aufpassen, dass wir eine gute Absicherung haben. Und ich glaube, das wird der Schlüssel vom Spiel sein. Ja. Du sprichst es an, der FC Saarbrücken hat beim FC Augsburg gewonnen und auch viele Ergebnisse auch nur knapp den Gegnern unterlegen. Was macht ihr denn so stark? Worauf müsst ihr aufpassen? Wie gesagt, sie verteidigen ihren Strafraum gut oder im Strafraum auch gut. Und da muss man, ja, das Wort Geduld will ich nicht überstrapazieren, aber man braucht natürlich wirklich auch, man darf nicht sofort sein Rezept über den Haufen schmeißen, weil dann wird es unruhig, dann wird es wild und das wollen wir nicht. Danke, Jürgen, und wir wünschen wie immer viel Erfolg.